Moin und damit zu einer weiteren Ultramar-Vorstellung auf diesem Kanal. Ja, man kennt ja den Lanz Bulldog, so den alten, kräftigen Einzylinder mit 10 Liter Hubraum. Aber der Geräteträger hat Lanz auch rausgebracht und deswegen stelle ich euch heute hier den Lanz Aldog A1806 vor. Ein Geräteträger von Lanz und zwar die letzte Version davon. Ja, ein kleiner Exkurs zum Geräteträger. Das Konzept des Geräteträgers beruht darauf, dass der Motor eher im Heckbereich sich befindet und man quasi eine Schiene hier hat, wo man diverse Gerätschaften montieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Lanz Aldog jetzt einen Frontlader dafür gab, aber sowas wie Sämaschinen, Kartoffelroder, grober Pflug konnte man alles hier für kriegen, dass man quasi das hier auf dieser Fläche hier montieren kann. Ebenso diese Pritsche hier. Und das macht das Ganze ja sehr vielseitig und auch günstig, weil man mit einem Traktor quasi alles machen konnte. Ja, der Fendt GT ist ja so gefühlt der Inbegriff des Geräteträgers. Zumindest so, was ich so kenne, ist das der bekannteste. Und hat schließlich auch am längsten gebaut und auch wahrscheinlich am meisten entsprechend. Aber Fendt war nicht der Erste, der solch einen Geräteträger rausgebracht hat und das Konzept auch nicht erfunden hat. Zum Beispiel kam dieser Lanz Aldog, zumindest die Vorgängerversion von diesem hier, vorher auf den Markt. Der Lanz Aldog A1806, wie wir hier haben, wurde zwischen 1956 und 1960 gebaut. Ungefähr 1000 Exemplare wurden produziert. Dieser hier ist von 1959 und ja, die Abmaße dieses Kleinschleppers, sage ich jetzt mal, ja, beträgen in der Breite rund 1,60 Meter, in der Länge 3,80 Meter und in der Höhe 1,65 Meter. Also es geht von der Größe. Der Motor sitzt hier, wie zu sehen, im Heckbereich über der Hinterachse. Wir haben hier einen Zweizylinder MWM Motor, dieser leistet bei 2000 Umdrehungen 18 PS und ist ein ja, wassergekühlter Viertaktmotor, wie wir hier sehen. Ja, 18 PS klingen jetzt auch nicht besonders viel. Für die damalige Verhältnisse gab es ja auch schon stärkere Traktoren, zum Beispiel Lanz Bulldog mit 45 PS oder Hanomag, Deutz. Es gab natürlich Modelle, die hatten mehr PS. Aber schließlich ist dieser Traktor ja auch mehr oder weniger entwickelt für kleinere Betriebe, die halt einen Trecker für alles haben wollten, womit man alles machen konnte. Und dafür wurde ja schließlich ein Geräteträger entwickelt. Eine Besonderheit, was wir hier auf jeden Fall haben, ist, dass du die Spur verstellen kannst. Und zwar läuft das so, man kann sich das vorstellen wie bei einem Knicklenker. Es gibt oder es gab, das hat dieser hier jetzt hier nicht mehr, aber es gab hier einen Hebel direkt über dem Steuerrad. Damit konntest du quasi die Spurweite mehr oder weniger einstellen, also quasi die Pritsche schräg stellen. Wie so ein Knicklenker halt, so kann man sich das in etwa vorstellen, dass sich das dann hier in der Mitte so bewegt. Und darauf konntest du dann auch die Vorderachsen verstellen, dass du quasi die Achsen versetzt hast und somit deine Spur verstellt hast. Vorne konntest du dann die Achse dann lösen. Ich denke mal, du wirst das ganze Ding dann aufgebockt haben müssen. Dann haben wir hier auch noch Markierungen, dass wir quasi die Spurweite dann so einstellen können, dass wir diesen Knick quasi dann ausgleichen können. Dann können wir nämlich die ganze Vorderachse hier drehen. Ja, der Schlepper hat ein Leergewicht von 1,4 Tonnen. Und jetzt wird es interessant. Die zulässige Gesamtmasse beträgt 2,4 Tonnen. Daraus resultiert sich, man darf hier auf der Pritsche maximal eine Tonne zuladen. Ist jetzt nicht so extrem viel, aber so extrem viel passt ja auch nicht drauf. Also ich würde sagen, verhältnismäßig ist das eigentlich ganz okay. Und ich sag mal, für einen Kleinbauern von damals, ja, mehr brauchtest du auch nicht so direkt. Dann bist du halt vielleicht ein paar Mal öfter gefahren oder hattest noch zusätzlich noch einen Anhänger hinter. Dann konntest du schon durchaus eine Menge transportieren oder für so alltägliche Sachen. Auch heute noch für so einen Hofschlepper, sage ich jetzt mal, zum Privatgebrauch kann dieser hier schon durchaus eine Lebensrettung sein, weil du brauchst keinen Anhänger und verbrauchst somit wenig Platz. Und wenn du auch noch ein Modell hast, ich weiß jetzt nicht, ob das beim Lanz gibt, Frontlader vielleicht,
wäre ja eigentlich ganz interessant dann für so einen privaten Schlepper für zu Hause, für den Garten. Kann das für einen größeren Garten durchaus praktisch sein. Für Gartenabfälle wegfahren, Sand fahren und solche Geschichten. Die Pritsche, die bedient man ja ganz einfach. Im Prinzip die Pritsche an sich ist ja wie ein klassischer Anhänger, nur ein bisschen klein und direkt auf dem Traktor aufgesetzt und somit ja quasi immer dabei. Und ja, wenn man das Ganze abladen möchte, löst man einfach hier die ganzen Haken. Macht die vordere Klappe auf. Wenn sie mir jetzt mal nicht wegfällt, aber ist ja auch egal. Dann haben wir das hier vorne geöffnet. Schließlich ist das jetzt hier kein Kipper. Das war schon ein bisschen anders. Vor dem Lenker haben wir hier einen Hebel. Das können wir runterdrücken. Und dann schieben wir die ganze Pritsche einfach bis zum Kipppunkt. Und jetzt hätten wir die Fracht gut entladen. Und es ist auch ganz einfach, den wieder runterzuheben. Das Ganze läuft dann hier quasi auf Rollen. Wenn das jetzt nicht ein bisschen angerostet wäre und so weiter, wird das auch richtig leicht laufen. Und dann hakt sich das Ganze wieder ein. Das Ganze ist sehr einfach gestaltet, es funktioniert und ist praktisch. Wenn wir schon vorne direkt an der Pritsche arbeiten, dann macht es glaube ich auch ganz Sinn, direkt zu der Ausstattung zu gehen. Ja, vorne haben wir hier ein ganz einfaches Zugmaul, nichts Besonderes, ist halt da. In der Mitte etwas Besonderes, quasi bevor der ganze Geräteträgerholm anfängt, haben wir hier unten ebenfalls noch eine Zapfwelle. Vermutlich für Gerätschaften, die man hier aufbauen kann. Hier im Heckbereich befindet sich natürlich wieder der klassische Zugmaul und eine feste Ackerschiene. Wir haben hier keinen Heckkraftheber, wie bei vielen anderen Traktoren, aber zu der Zeit gab es viele Traktoren, die keinen Heckkraftheber hatten, sondern nur eine feste Ackerschiene. Schließlich gab es damals auch jede Menge Geräte dafür. Ja, und sonst sieht man auch hier direkt den Beifahrersitz, den üblichen Kindersitz, auch mal ganz interessant angegliedert. Wir haben hier auf jeden Fall ein Steuergerät, wahrscheinlich für irgendeine Hydraulik. Ist hier leider nicht mehr aktiv, deswegen kann ich auch nicht so genau sagen, wofür der genau da war. Ja, und sonst haben wir hier natürlich auch schon direkt den Fahrersitz. Und ausnahmsweise sitzt man hier in Deutschland dann auch mal auf der rechten Seite und fährt. Wir haben hier natürlich den Lenker, während wir links den Motor haben. Wir haben hier unten die Handbremse, natürlich Fußgas, Kupplung, Bremse. Handgas befindet sich dann auf der linken Seite, genauso wie die Gangschaltung. Hier nochmal genauestens zu sehen, Fußgas, Bremse, Kupplung, Handbremse, Gangschaltung links vom Stuhl. Und hier haben wir das Handgas. Hier haben wir ebenfalls noch eine Anzeige für Temperatur. Ob das jetzt original ist oder nicht, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, hier in diesem Bereich sind die ganzen Bedienelemente. Und ja, wir haben hier unten auch noch die Differentialsperre und hier auch noch einen Hebel für die Zapfwelle. Ja, und das war es im Prinzip eigentlich auch schon. Ja, was ich noch sagen könnte, ist, dass der Fahrersitz eigentlich ziemlich gut gefedert ist. Kenne ich von anderen Traktoren aus dieser Zeit nicht. Ja, zu dieser Videoreihe habe ich jetzt leider nicht unbegrenzt Gerätschaften zur Verfügung. Deswegen frage ich euch, könnte man ein gemeinsames Videoprojekt, also eine Vorstellung dieser Art hier machen? Also vielleicht habt ihr dann auch ein Gerät, was ihr hier noch nicht auf diesem Kanal vorgestellt habt und ihr könntet euch quasi vorstellen, zusammen ein Video über dann dieses Gerätschaft dann zu machen. Ob es jetzt ein Trecker ist, ein Stadtmotor, vielleicht auch irgendwas anderes Besonderes. Mal gucken. Wenn ihr aus Umgebung südlichen Äpfeln kommt, sodass man das innerhalb von 2 Stunden erreichen kann, dann bitte schreibt mir unten in der verlinkten E-Mail-Adresse. So, nachdem wir jetzt diesen Landsee kennengelernt haben, wäre es doch schön, auch mal ein Fahrvideo dazu zu sehen. Und das machen wir jetzt. Ja, ich würde mal sagen, starten wir den Kollegen mal und fahren eine kleine Runde.
Natürlich muss man den hier natürlich vorglühen. Sollte ja klar sein. Mit dem Handgas kann man den Trecker auch ausstellen. So als Randinformation. So, und dann, wenn man fertig vorgeglüht hat, dann kann man den eigentlich auch schon starten. So, jetzt sind wir nun in dem Gebiet außerhalb der öffentlichen Straßen. Ja, und jetzt fahren wir mal eine kleine Runde. Kurz vorab, dass der Motor auf der linken Seite sitzt, ist natürlich schon eine leichte Lärmbelastung. Und naja. Fahren an sich ist auch ziemlich ungewohnt, weil man sitzt erstens auf der rechten Seite statt links und naja, ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, aber das Lenkrad ist an dem vorderen Abteil des Treckers hier befestigt und das dreht sich ja hier quasi mit, hat seine federnde Wirkung, ist also echt gut, aber es ist auch ungewohnt, dass sich dann das Lenkrad sich daraufhin mitbewegt. Aber der Fahrersitz ist auf jeden Fall sehr gut gefedert, was auf jeden Fall ja, ganz positiv ist. Auf jeden Fall die Ladefläche von dem Trecker hier ist auf jeden Fall ganz praktisch, weil ich hier so einfach mein Kamerastativ hier drauf schmeißen kann und fertig. Und dann ist es halt dabei, ohne dass ich jetzt hier irgendwie was mir überlegen muss. Denn ich habe mir gedacht, ich mache noch ein paar andere Aufnahmen, denn ich versuche mal was ein bisschen etwas zu verändern. Auch das Schalten ist ein bisschen ungewohnt, weil wir haben den Schaltknüppel auch auf der linken Seite und halt so ein bisschen beengt, sage ich jetzt mal, von den, ich sag mal, selbstgebastelten Gegenständen zum Bedienen, zum Beispiel vom Blinker und so. Aber was letztendlich hundertprozentig original ist, kann ich euch leider an diesem Trecker hier nicht zeigen. Aber er ist in einem gebrauchten Zustand eigentlich ganz authentisch. Und selbst in einem nicht restaurierten Zustand ist so ein Trecker auf jeden Fall eine deutliche Wertanlage, denn die kosten jetzt, ja, dafür kannst du andere Traktoren in restauriert bekommen. Aber das ist nun mal so bei Lanz und Lanz Aldog, Bulldog und ja auch bei Ursus, die Nachbau von Lanz ist, ja, ist halt so eine eigene Ikone für sich. Auf jeden Fall aus eigener Erfahrung weiß ich, man kann auf diesem Kindersitz hier eigentlich sehr gut drauf sitzen als Beifahrer, denn ja, man sitzt eigentlich ganz gemütlich drin und hat auch einen guten Halt. Zudem kommt man da auch sehr einfach drauf. So mal als Randinformation. Dadurch, dass wir hier einen Zweizylinder haben, kommt er ja nicht ganz so schnell auf Gas. Aber ich meine, das ist ein Oldtimer. Aber man kann es ja trotzdem mal erwähnen. Aber es reicht aus.
Wie man es sicherlich schon gemerkt hat, es ist nicht der leiseste Trecker. Das heißt, wenn man damit viel rumfährt, empfiehlt sich auf jeden Fall so eine Art von Gehörschutz. Ja, und ich würde sagen, das wird auch schon reichen, so als kleinen Fahreindruck für dieses Video. Als ich mit dem Trecker so ein bisschen unterwegs war, sind mir noch so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Unter anderem habe ich vergessen zu erwähnen, wie viele Gänge dieser Trecker hier hat. Er hat hier 4 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Des Weiteren habe ich ja erwähnt, dass der Aufstieg des Beifahrersitzes hier eigentlich sehr einfach ist. Eigentlich im Prinzip hier hoch und man ist drauf und man sitzt eigentlich relativ angenehm. Und selbst als erwachsene Person kann man hier ganz gut sitzen, finde ich. Und das ist auf jeden Fall positiv. Negativ ist, für den Fahrersitz zu erreichen, ist das dann Ganze nicht mehr ganz so angenehm. Es ist halt ein bisschen, ich sag mal, Kletterarbeit, dass du dich hier hinsetzen kannst. Ich meine, es ist an für sich kein Problem, aber es ist nun mal nicht der einfachste Aufstieg. Die Höchstgeschwindigkeit habe ich in der Zwischenzeit dann auch getestet. Via Smartphone und GPS, immer mit derselben App. Und ja, die App sprang immer die ganze Zeit zwischen 20 und 22 Stundenkilometern. Das heißt, wir runden das einfach mal ab und 21 km/h Höchstgeschwindigkeit dieses Treckers. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also das ist jetzt zumindest der Wert, was dieser hier erreicht hat. Um mal ein kleines Fahrfazit zu geben. Aus meiner Sicht ist das Fahren ganz okay, ist aber jetzt auch nicht irgendwie luxuriös, wobei das man bei so einem Oldtimer sowieso nicht sagen kann. Positiv ist auf jeden Fall die Federung und dass sich der Trecker quasi ein bisschen mit dem Gelände so anpasst, dadurch, dass wir ja hier quasi ein Gelenk haben. Nicht so toll ist dann natürlich, dass das Lenkrad sich natürlich entsprechend mitbewegt und dass du relativ lange Arme haben musst. Zudem ist der Aufstieg natürlich jetzt nicht unbedingt das Beste. Und ganz nebenbei erwähnt, ein Gehörschutz wäre sinnvoll. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Lanz Aldog H1806. Es ist ein bisschen außergewöhnlich, diese Bauform für einen Lanz, denn es ist nicht das typische Bulldog-Design, aber hat trotzdem seinen Lanz-Wert. Und entsprechend bekommst du von anderen Herstellern restaurierte Traktoren, während du vielleicht hier eine gammelige Möhre erst bekommst. Und ja, aber für einen Sammlerherz, der gerne einen Traktor restauriert und unbedingt einen Lanz Aldog haben möchte, ja, so oft gibt es den jedenfalls nicht. So, und das waren meine abschließenden Worte für diesen Trecker und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin, ciao.